Und willkommen zurück, Leute. Das fröhliche Zähm geht weiter. Und heute werde ich mit dem Stone zusammen, hinter euch läuft er ja schon, der ganz neu. Der Patch, welcher Patch war das gewesen? 257. Der Kentrosaurus hinter uns. Und wir müssen eigentlich aufpassen, dass wir nicht zu nah sind, weil sonst geht der ab wie ein Finzäpfchen. Ich kann das ja übrigens mal ganz kurz zeigen. Oder willst du das mal zeigen? Die sind aggressiv. Ich wollte sagen, was ist denn jetzt los? Und die können, die Kentrosauren, die können mit ihren Stacheln kleine Tiere und Menschen, so gesehen, aufspießen und so gesehen mit sich tragen. Das Problem ist, das hatte ich gerade eben schon mal gehabt. Ich wollte mal ganz kurz gucken, ob der aggressiv ist oder nicht. Und der hat mich dann aufgespießt und den kriegt man einfach nicht mehr los. Und deswegen fangen wir einfach direkt an, den Kentrosaurus zu zähmen. Oh, das ging auch schnell. Das ging auch schnell. Das ist schön. Ich zeige ihn euch mal ganz kurz. Das ist übrigens, ich finde den super cool. Was ein bisschen schade ist, was aber auch logisch ist, ihr seht, was der für mega Stacheln hat. Und durch diese Stacheln kann man den leider nicht reiten. Das heißt, so gesehen, es gibt keinen Sattel dafür. Bestimmt gibt es irgendwann mal wieder eine Mod dafür, dass man ihn auch noch reiten kann. Irgendwie. Ich weiß zwar nicht wie, aber. Warum gibt es bei Stego da auch und bei Ankylo, also... Ja, aber der Stego hat ja diese Fächer hier, die sind ja kleiner bei ihm und der hat ja nicht so mega Spitzen. Kannst dich dazwischen setzen. Hier ist ein bisschen, für dich ist Platz, Dex. Also. Für mich ist sowieso Platz. Ich könnte mich sogar noch auf den Kopf setzen. Ihr seht ja, wenn ihr mich nicht kennt, ich bin der hier. Wir haben bis gerade ein bisschen Glück gehabt. Normalerweise haben die einen Rudelbonus. Da hinten läuft noch einer und es müsste irgendwo noch ein dritter hier unterwegs sein. Die haben einen Rudelbonus, die sind übrigens sehr, sehr, nicht nur aggressiv, sondern auch sehr, sehr stark. Also wenn die im Rudelbonus oder im Rudel unterwegs sind, wo läuft denn der hin? Wenn die im Rudel unterwegs sind, sind die super stark und machen auch locker mal einen T-Rex platt. Also gesehen, schön aufpassen. Ich wollte den zu uns locken, aber irgendwie... Irgendwie ist der... Schon hier eine Flache. Fujikato. Ja, der liegt hier flach. Irgendwo läuft noch der dritte rum, aber der hat sich, glaube ich, doch. Ich habe gerade zwei Schüsse mit dem Tranquilizer Darts geworfen. Das wundert mich irgendwie. Tranquilizer Darts? Also, das sind hier übrigens diese roten Darts. Die Shocking Tranquilizer Darts. Ah, du hast die Shocking Tranquilizer Darts genommen. Okay, alles klar. Da habe ich zwei Stück gebraucht für den 56er. Welches Level hat der hier? 50. Der ist 50, so ein 10 Level höher. Okay, wir zählen einfach den jetzt mal. Das ist auch übrigens auch ein Weibchen. Nächstes Kibbel schon mal rein? Ja, schon. Hast du schon reingelegt. Der Kentrosaurus übrigens, der braucht das Kompi-Kibbel. Kompi-Kibbel ist eigentlich super easy, kriegt er sowieso fast an. Wenn ihr die Kompis zählt, man ja super schnell. Und die Kompis legen auch ziemlich viele Eier. Und erst recht, wenn man so viele dann im Gehege hat, dann habt ihr natürlich einen riesengroßen Eiervorrat von den Kompis. Und das Kibbel wird so hergestellt. Ihr braucht das Kompi-Egg, also das Kompi-Ei, eins davon, eine Zitrone, einmal Cooked Fishmeat, dann zwei Mejo-Bären, dreimal Fiber und dann eben ein Wasserbehälter und alles in den Kochtopf, dann habt ihr euer Kibbel. Man kann den aber auch problemlos mit, wie das bei den meisten Pflanzenfressern ist, mit Mejo-Bären. Das sind die Lieblingsbeeren. Ansonsten könnt ihr auch Gemüse nehmen. Und das Lieblingsgemüse von denen ist die Kartoffel. Wo ist denn eigentlich der dritte? Wo ist der muss doch auch hier irgendwo sein. Hab ich gesehen. Der ist irgendwie abgezogen. Oder vielleicht ist er gefressen worden. Weil wenn die ja nicht zusammen... Also das ist lustiger. Die Adler und Wölfe greifen die nicht an. Wäre auch logisch. Ne? Hast du eigentlich noch Kibbel für den anderen? Beide drin, in beiden. Ach, du hast auch in dem anderen. Okay. Noch den dritten, ob ich ihn finde, aber. Megalotzeros hier. Der. Und? Oh, der ist auch umgefallen. Aber dafür habe ich jetzt natürlich kein Kibbel. Aber dafür, da war schlafen. Oh, guck mal hier. Ich wollte gerade sagen, hier flebt, der schwebt ein bisschen Gras. Sag mal, sind die Tranquilizer da jetzt mit dem Patch stärker geworden? Ich habe auch nur zwei Schüsse gebraucht für den. Aus Level 8, okay. Hier sind irgendwelche Bugs immer. Irgendwie ein paar Grafikfehler. Der ist gleich hier fertig, der Dütchen. Ah, okay. Einmal essen, glaube ich. Ihr seht, das ist eine ganz, ganz easy Zähmung. Es ist ja auch ein Dinosaurier für den Low-Bereich eigentlich so gesehen. Wie gesagt, Kompis zähmt man ja eigentlich total easy mit dem Prime Meat oder eben mit noch höherem Meat, aber es reicht irgendwie, wenn man Prime Meat nimmt. Und wenn ihr dann davon viele habt, könnt ihr eure Eier stellen. Ja, Kentrosaurus gezähmt. Und du sitzt doch, du hast doch einen Sattel. Was machst du jetzt?
Ich wollte sagen, jetzt kommst du hier nicht mehr raus. Die Kentrosauren übrigens, die sind super, richtig super für eine Base-Verteidigung, weil die haben durch diese Stacheln und den Rudelbonus, umso mehr ihr habt, umso größer wird der Rudelbonus. Das ist auch wie bei den Kompis, das kennt ihr ja vielleicht, die Kompis, umso mehr Kompis ihr habt, kriegt ihr mal 1 plus 1 plus 2 plus 3. Und da die ja jetzt hier so eine Special-Attacke hat mit diesen Spitzen, dass man wirklich auch die kleinen Dinos, wie jetzt zum Beispiel ein Raptor, aufspießen kann, ist das echt eine super Verteidigung, wenn man natürlich mehrere davor von der Base zum Beispiel oder in der Base stehen hat und hat Angst, dass man irgendwie angegriffen wird. Ich gucke gerade mal nach einem Dinosaurier, den wir vielleicht noch hier oben ziehen können. Einen kleinen, aber... Da ist ein Wolf noch hinten. Hast du einen? Da? Ja? Oh, ja, ein Wolf, ja. Schieß den mal an und bring den mal nach hier und versuchen wir mal mit dem Kentrosaurus den anzugreifen. Ich habe nichts zum lebendig abschießen. Ja, ich schieß den mal einmal an mit dem Dart, dann wird er schon kommen. Stell den mal auf Attack My Target. Das war voll daneben. Komm schon. Ah, da kommt er ja. Er kommt! Hilfe! Oh, da kommt er schon. Boah, geil. Boah, Level 12 macht ja nichts. Kentrosaurus, rette mich! Ich glaube, der Wolf ist so groß. Meinst du? Nein! Zack! Und ihr seht, er kann den voll geil aufspießen. Und, okay, der hat sich natürlich jetzt gerade wieder befreit. Aber das ist natürlich mega geil, wenn er die kleinen Dinos, wie jetzt so ein Raptor, wie ein, ich weiß nicht, Polovia vielleicht auch noch, so ein Wolf. Guckt euch das mal an, wie der blutet, wenn der den ab... Das ist ja mal mega geil. Und zack, tot. Und ihr wisst, wie Wölfe sind. Das war jetzt natürlich ein kleiner Wolf. Und der ist natürlich jetzt vom Level ziemlich groß gewesen. Ist 59. Ja, der hat 300 Leben verloren. Was natürlich jetzt auch dazugekommen ist, das ist übrigens was ganz Neues, was die hier reingemacht haben, dass die auch mal so ein paar Schnittwunden haben, die Dinos. Der sieht auch übrigens super geil aus. Also der gefällt mir richtig, richtig gut. Ich mach mal ein schönes Foto von dem. Gefällt mir richtig gut. Gut, Leute, das war's eigentlich schon. Guck mal, wir stellen uns mal hier vorne hin und... Wollen wir nicht warten, bis der andere fertig ist, so Rudelbus? Ja, das... Achso, du meinst mit dem Rudelmodus, dass wir das gleich noch sehen dazu? Ja, dann können wir eigentlich noch mal ganz kurz gucken. Ja, schon fertig, deswegen. Schon fertig, okay. Müssen wir mal gucken. Müsste man eigentlich sehen, glaube ich, ne? Oder? Sieht man das irgendwo? Ja, wenn die zusammen sind. Normalerweise. Die müssten eigentlich einen Rudelbonus haben. Ich gucke jetzt gerade mal, ob das irgendwo steht. Vielleicht, weil beide Weibchen sind. Brauchst du ein Männchen noch dazu? Ich weiß es nicht. Gucken. Gucken wir mal, ob ich ein Männchen finde. Das ist ein Anzug. Also wir machen mal so Folgendes, Leute. Wir machen jetzt mal kurz die Abmoderation. Wenn wir vielleicht noch gleich noch einen zweiten finden, dann werde ich das noch ranhängen. Wenn nicht, dann machen wir es einfach hier Schluss. Ist eigentlich eine ganz kleine, kurze Zähmung gewesen. Ihr seht, das ist easy. Kombi-Kibbel reinschmeißen. Wenn ihr es nicht habt, dann könnt ihr es auch mit Kartoffeln machen. Wenn ihr das nicht habt, dann könnt ihr aus den ganzen Büchern die Merge-Bären, das sind die lilanen Bären, genau, reinschmeißen. Das sind die Lieblingsbären von den meisten Pflanzenfressern. Und ihr seht, für die Base-Verteidigung sind die echt geil. Mit diesen Spitzen können die wirklich alles aufspießen. Und die machen auch irgendwie... Die machen zwar keinen Blutungseffekt, sieht aber auch richtig cool aus. Okay, Leute, das war's von mir, Stone und dem Kentrosaurus. Und bis zum nächsten 10 Video. Und ciao. Oh, guck mal hier, das ist übrigens noch ein Bug. Hast du mal ganz kurz auf dem Emotion-Dings geguckt, da steht überall Evil, 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 Evil. Ne, bei mir steht das andere, bei mir steht Love und ein bisschen Evil. Das ist der neue Emote. Bis dann und tschüss. So, meine Freunde, wie ich schon gesagt habe, wir haben jetzt mal nochmal 3 rausgesucht und wie ihr seht, plus 1, plus 1, plus 2, wenn die natürlich ganz nah sind. Oh. Und die sind mega aggressiv, da müssen wir echt voll aufpassen. Ihr seht, die haben einen Rudelbonus und die sind mega aggressiv, Leute. Da müsst ihr echt aufpassen. Und wir haben ja eben einen gezähmt, der ist ja jetzt 83. Und was hat der für ein Level? Leben? 2000 Leben. 2000 Leben mit 83 und das ist echt schon mega stark. Und der gefällt mir hier richtig gut. Oh, ist ja gut. Jetzt reicht's aber. Mal cool, so Roulette drehen. Nein! Ey Mann, der Nachladebug geht mir ja so auf den Nerv. Okay.
Leute, in dem ganzen kleinen Chaos sage ich dann nochmal Tschüss. Ihr seht, dass es diesen Rudelbonus gibt. Ja, den einen haben wir abgeschossen. Und dann nochmal jetzt hier von diesem super schönen Kentrosaurus sage ich dann erstmal Tschüss. Wir haben den nächsten erlegt und wir werden jetzt immer eine ganze Horde nochmal legen. Und dann damit wir richtig, richtige tolle Base-Verteidigungs-Dinos haben. So, meine Freunde, wir sind noch mal ganz kurz zurück. Wir wollen natürlich alle Infos dazugeben, die ihr von den Tieren hier bekommen könnt. Wenn ihr habt das ja gerade eben noch mal gesehen, wenn die wild sind, dann haben die einen Rudelbonus. Wenn die gezähmt sind, haben die keinen. Das ist uns noch gar nicht aufgefallen, weil natürlich in der Wildnis haben wir uns die jetzt alle beguckt und jedes Mal haben die einen Rudelbonus gehabt. Und jetzt sind sie gezähmt zu dritt. Wir haben zwei Weibchen, ein Männlein und leider haben die keinen Rudelbonus. Ist jetzt nicht unbedingt weiter schlimm. Schaden machen sie sowieso viel und zur Verteidigung sind die auch tipptopp. Also, bis dann und tschüss.